diesem Jahr haben wir das Kongressmotto Klug handeln gewählt. Insofern haben wir zahlreiche Sitzungen auf die Beine gestellt, wo wir über kluge Handlungsweisen in Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie sprechen werden, um hier darzustellen, wie wir rational und sinnvolle Medizin machen können. Ein zweiter Punkt ist für uns die Diskussion um Personaluntergrenzen in der Medizin im Krankenhaus. Alle wissen, dass wir heute ein Problem haben mit der Personalgewinnung und auch mit der Personalbehaltung. Und hier gibt es natürlich unterschiedlichste Sichtweisen, was wir hier unternehmen können, zum Beispiel aus der Pflege selber, aber auch aus der Politik. Hierfür haben wir eine Sitzung entsprechend geplant. Und eine dritte Sitzung, die, glaube ich, sehr interessant sein wird, ist eine gemeinsame Sitzung mit Vertretern des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Hier haben wir viele Kontaktpunkte, zum Beispiel bei Studien zum Thema der Herz-Kreislauf-Physiologie, zu Stressreaktionen, aber auch eben halt zu Sauerstoffmangelsituationen, die wir gemeinsam darstellen und bearbeiten möchten.